Wir sind von der Südpol-Show auf 92,4. Kannst du dich bitte unseren HörerInnen mit deinem Namen, deiner Rolle und einem Hobby von dir vorstellen? Hallo, ich bin Lilith Jona und ich spiele die Annalena in Schule der magischen Tiere. Und meine Hobbys sind Basketball spielen, singen, tanzen, Gitarre spielen und ja. Du hast ja ganz schön viele Hobbys. Beschreibe doch bitte mal kurz deine Rolle in 3 Worten. Sensibel, einfühlsam, würde ich jetzt auch nochmal als Extrapunkt sagen, und mutig. Hast du Ähnlichkeiten mit Annalena? Ja, definitiv. Also ich glaube gerade so dieses Sensible ist bei uns beiden sehr ausgeprägt. Du hast im Film ja super schön gesungen. Wann hast du dein Gesangstalent entdeckt? Erstmal vielen, vielen Dank. Und ich weiß nicht, also keine Ahnung, ich weiß gar nicht, was ich darauf antworten soll. Ich freue mich, dass ihr findet, dass ich gut singen kann. Und sonst singe ich mein ganzes Leben einfach schon sehr leidenschaftlich gerne. Möchtest du auch später Sängerin werden oder was ist dein Berufswunsch? Also meine Berufswünsche, ich habe 2 Berufswünsche, einmal Psychologin und einmal Schauspielerin. Also Sängerin ist noch nicht dabei, aber vielleicht kommt es ja noch. War es komisch, vor so vielen Leuten beim Dreh zu singen? Ich habe die Erfahrung schon mal machen dürfen bei meinem vorletzten Dreh und deshalb war ich da dann schon so ein bisschen eingespielt. Also war okay. Wie wurde die Szene mit dem Chamäleon gedreht? Wie hast du es geschafft, so überrascht zu wirken? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also es gab ja mehrere Szenen und öfters gab es ein Plüschtier, so eine Figur, die als Chamäleon dann sozusagen da war. Oder ich habe mit der Luft gespielt und sonst hat der Sven, der Regisseur, auch öfters das Chamäleon dann mitgespielt. Und es hat mir sehr, sehr doll geholfen. Und das Überraschspielen, das ist Schauspielerei, würde ich sagen. Auch die Streichelszene in deinem Zimmer war so echt. Was hast du bei dem Dreh in der Hand gehabt? Warte, ich habe was gestreichelt. Das war Emilia Meyer, glaube ich. Ich habe nichts gestreichelt. Also ich habe kein Team gestreichelt. Als du in deinem Zimmer warst und Kasper das erste Mal entdeckt hast. Ach so, ich hatte diese Figur in der Hand. Also ich hatte so eine Figur in der Hand, die so aussah, wie Kasper jetzt aussieht. Und das war halt einfach nur eine Plastikfigur und die hatte ich in der Hand. Was war deine Lieblingsstelle bei dem Dreh? Oh, das kann ich nicht beantworten. Also ich fand den ganzen Dreh wundervoll. Auch gerade mit so tollen Kollegen. Ja, also ich habe keine. Was war die schwierigste Stelle? Die schwierigste Stelle? Beim Drehen? Ich würde sagen, dass emotionale Szenen immer Herausforderungen sind. Aber im Generellen war einfach alles wunderschön. Ja. Wie hat sich Annalena im Film durch Kasper verändert? Oh, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Sie ist im Laufe der Zeit einfach selbstbewusster geworden und durch Kasper hat sie gelernt, dass sie sich selbst lieben sollte und dass sie gut in manchen Dingen ist. Und das ist so die Botschaft des Films, finde ich auch, auf eine Weise. Und das ist ganz, ganz wichtig für ganz viele Menschen zu wissen. Die zickige Helene ist Annalenas Freundin, für die sie alles tun würde. Was bedeutet Freundschaft für dich in 3 Worten? Freundschaft, Vertrauen, Ehrlichkeit und Liebe. Was würdest du als Lilith der zickigen Helene sagen? Arbeite erstmal an dir selbst, bevor du Menschen schlecht machst. Wenn du dir ein magisches Tier aussuchen könntest, welches wäre das? Kasper. Also ich bin total voreingenommen. Aber Kasper ist so ein tolles Wesen. Ich weiß nicht, habt ihr den Film schon gesehen? Ja. Und ich meine, ihr merkt ja, wie toll der ist. Deshalb auf jeden Fall Kasper. Gibt es im echten Leben jemanden, der für dich eine ähnliche Rolle wie ein magisches Tier hat? Ja, meine Eltern. Könntest du zum Schluss bitte unsere HörerInnen der Südpol-Show auf 92,4 grüßen? Und zwar mit deinem Namen, deiner Rolle und dem Filmtitel. Hallo, ich bin Lilith Jona und spiele Annalena in Schule der magischen Tiere. Und ganz, ganz liebe Grüße an euch und einen wunderschönen Tag. Vielen Dank für das Interview. Dürfen wir noch ein Foto mit dir machen? Natürlich.